Hier präsentieren wir die 5 besten Wärmepumpentrockner-Tests. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Bauknecht TR Stille 72 A3BW Wärmepumpentrockner. Die Bauknecht Heizpumpe Wäschetrockner TR Dessichen 72 A3 hat die Fähigkeit, 7 Kilo. Mit der Klasse A plus Energieeffizienz sowie einem jährlichen Stromverbrauch von 158,5 kWh, ist Bauknecht eine des energiesparenden Wärmepumpe-Trockner, sowie nicht nur in unserem Kontrast. Die Heizpumpe-Trockner trocknet aus und hält die Wäsche in einem Trocknungszyklus aus. Die Trocknung aus dem Waschen ist mild und wirksam. Am wichtigsten ist, öffnet sich der Stemmkarre moderner Technologie neue Dimensionen in Versiegen, in einer Art und Weise des Sprechens. Diese Technologie nutzt die Kraft zu fördern von Dämpfen, glatt sowie die Stoffe aufzufrischen. Die wiederkehrende Feuchtigkeit der Wäsche wird verwendet, Falten zu minimieren. Nummer 4. Bosch WTW 875 W0 Serie 8 Wärmepumpentrockner. Der Bosch Wärmepumpentrockner aus der Serie 8 steht für einen hohen Komfort während des gesamten Waschtrocknens. Dies ist an den Kosten wieder, da diese Wärmepumpe-Wäschetrockner unter den teuren Versionen in unserem Vergleich ist. Mit der Kraftwirksamkeit Klasse A plus sowie eine jährliche Energieaufnahme von 176 Kilowattstunden kann die Bosch Wärmepumpentrockner zu sehen. Sie brauchen nicht den Kondensator selbst, viele Dank des Self-Clean-Kondensator-Technologie, um aufzuräumen. Dies wird durch das Gerät für Sie erledigt. Die Trocknung ist feuchtigkeitsgesteuert, um sicherzustellen, dass das Austrocknungsergebnis passt immer. Diese Wärmepumpe-Trockner wird von vorne durch das Bullauge gefüllt. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. AEGT 7DB 40470 Wärmepumpentrockner. Dieser Wärmepumpenwäschetrockner aus der Sammlung 7000 des Markenanbieter AEG Scores mit der Sensidria Innovation. Dadurch wird sichergestellt, dass die Produkte nach oben verarbeitet sehr sorgfältig gereinigt werden. Mithilfe der heutigen Wärmepumpe-Innovationen, es dauert nur halb über das Temperaturniveau von äquivalenten Werkzeugen, die Lebensdauer ihrer Textilien verbessern werden. AEG trägt auch zuverlässige Leistung mit dem Wäschetrockner Heizpumpe T7DB 40470 sparen. Es ist die Pro-Sense automatisierte Menge, die Zeit als auch Energie spart. Die Maschine identifiziert die präzisen Tonnen und stellt die Luftfeuchtigkeit entsprechend, was wirklich praktisch ist. Nummer 2. AEG T8D 86685. Diese Wärmepumpe-Wäschetrockner von AEG haben die Machteffizienzklasse A+ und aus diesem Grunde haben eine sehr geringe jährliche Energieaufnahme von 177 kWh. Es ist ein Kondensationstrockner mit energiesparender Wärmepumpentechnologie, die mit einer Fähigkeit von 8 kg viel Wäsche trocknen kann. Auch wir gehen nicht in die AEG Wärmepumpe-Wäschetrockner, viele Dank der absolute Karo-System. Das einzigartige Wollprogramm austrocknet die Kleidung aus Wolle, wie sanft und vorsichtig, als ob sie auf dem austrocknenden Regal getrocknet wurden. Das Kleidungsstück behält seine Form und ist auch gerne weich. Und die Nummer 1 unserer Liste. Siemens RIG 700 WT 46 W261 Wärmepumpentrockner. Die Heizpumpe-Trockner von Siemens mit der Bezeichnung RIG 700 ist ein Trockner mit Energieeffizienz natürlich A++. Die Stromaufnahme ist 1,93 Kilowattstunden. Auf das Jahr umgerechnet, der Energieverbrauch 233 Kilowattstunden sind. Der Siemens Wärmepumpentrockner hat eine Kapazität von 8 kg und wird als Frontlader-Version zur Verfügung gestellt werden. Das spezielle Trommelsystem von Siemens trocknet die Wäsche besonders zart und auch sanft.
Ein Langzeitluftstrom und auch eine kontinuierliche Temperaturnivelle und auch das Kehr mitreißen, indem Hersteller die Luft aufwirbeln, der die Wäsche effizienter an der Vorrichtung verteilt. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.